Ja, hallo. Ich möchte euch heute in dem Video den Videomodus der Kamera einmal vorstellen. Das kam aus einer Anfrage aus den Videos, die ich bisher gemacht habe. Ich habe die Kamera dazu den Akku erstmal geladen. Es sind zwei schnelle Speicherkarten eingelegt. Aufgezeichnet wird im Kartenfach 2 und habe den Programm Wahlschalter auf den kreativen Videomodus gelegt, sodass ich dann ISO und Blende und Zeit vorgeben kann. Ich schalte jetzt die Kamera einmal ein und kontrolliere nochmal die Einstellungen. Ich gehe ins Menü und zwar hier unter den Kamera, gehe auf Aufnahmeformat, das steht hier auf MP4. Aufnahmequalität habe ich hier auf die höchste Auflösung gestellt. Und man sieht es dann dementsprechend 3480 mal 2160, 60 Bilder pro Sekunde und 150 Mbit. Dazu braucht man, wie gesagt, die schnellen Speicherkarten. Ich habe hier zwei Lexar 64 GB drin. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Zum Testaufbau werde ich so machen, dass ich drei Kerzen habe. Geplant ist, dreimal 10 Minuten aufzuzeichnen. Man sieht hier unten im Modus, dass hier 10 Minuten Aufnahmekapazität ist. ISO 400 habe ich jetzt mal hier eingestellt. Sound ist auch an und ja, dann geht es eigentlich los. Ich messe mit einem Thermometer vorab und zwar 5 Punkte. Sieht man hier am Laserpointer. 1, 2, 3, 4 und 5. Das heißt, der erste ist jetzt hier bei 29,5, 29,7, 28,8 und hier ist er auf 28,8 und in der Mitte 29,3 bei Beginn. Ja, ich messe immer nach einer Minute. Im Hintergrund läuft eine Zeitschaltuhr, kann man jetzt hier hinten erkennen. Und die drei Kerzen, die blende ich dann parallel zum Video ein, oben dann rechts in der Ecke. Ja, es geht los. Ich drücke den Aufzeichnungsbutton für Video und man kann jetzt hier erkennen, einmal wie lange er aufzeichnet und dementsprechend auf welcher Karte Aufnahme und hier zählt er dann dementsprechend rückwärts. Parallel dazu zünde ich die Kerzen an. Jeweils für eine Einheit sind 10 Minuten eine Kerze, damit hier auch keiner denkt, ich manipuliere. Jetzt habe ich aus Versehen die zweite schon angebrannt. Ich lasse noch eine Uhr mitlaufen. Die habe ich mal auf 30 Minuten eingestellt. Und man sieht jetzt hier, dass jetzt gleich die erste Minute rum ist. Nach der ersten Minute mache ich dann immer Unterbrechung und blende dann einfach nur noch die Messung dann ein. Okay, die erste Messung nach einer Minute. Oben rechts in der Ecke 30,9, 30,4, 28,4. 28, 26, 8, 30, 5. Okay. Zweite Messung bei der zweiten Minute 31,4, 31,3, 31,5, 29,5. 31,5. Dritte Messung bei der dritten Minute 31,3, 32,2, 29,5, 29,6, 32,2. Vierte Messung 33,2,
33.0, 28, 29.1, 28, 29.7, 32.5. Fünfte Messung, 33.3, 33.2, 31.4, 30.2, 32.9. Sechste Messung, 34.1, 33.9, 32, 32.1, 34.0. Siebte Messung, hätte ich jetzt fast verpasst, 34.6, 34.5, 32.3, 29.8, 33.9. Achte Messung, 34.9, 34.9, 30.4, 30.2, 34.6. Ja, bei 9 Minuten die Messung, 34, ja, 35 schon. 35.2, 29, 30 und 34,7. Auf dem Display, das Display hat kaum Temperatur. Beziehungsweise normale Umgebungstemperatur. So, die letzten Sekunden laufen. Noch 3, 2, 1. Ja, jetzt macht die Aufzeichnung, wird jetzt beendet, weil das Limit überschritten ist, wird auch angezeigt. Ja, und ich starte einfach wieder neu. Und bei 10 Minuten 35,2, 35,2, 28,3, 31, ja, ein bisschen ungenau hier, 30,5, 34,7. Ich muss natürlich die zweite Kerze noch anzünden. Für den zweiten Durchgang. 11 Minuten Aufzeichnung. 35,4. 35,3. 31. 31,1. 35,2. Bei 12 Minuten die Messung, 35,4, 35,4, 31,0, 31,0, 35,2. Bei 13 Minuten, 35,9, 35,8, 29,3,
29,3, 35,5. Bei 14 Minuten 35 oder 36,1. 36,1. 29,4. 29,0. 35,5. Nächste Messung bei 15,15. 36,3. 36,7. 32,5. 30,3. 35,5. Nächste Messung bei 16 Minuten. 36,9. 36,8. 34,1. 37, 36, 0. Nächste Messung bei 17 Minuten, das heißt, wir sind schon in der zweiten Runde, für die später eingestiegen sind. 36, 4, 36, 7, 30, 32, 8. 32,2, 36,1. Zweite Runde bei 8 Minuten, das heißt also insgesamt 18 Minuten mit einer kurzen Unterbrechung. 36,8, 36,6, 32,6, 30,2, 36,2. Zweite Runde bei 9 Minuten, sprich 19 Minuten, 36,7, 37,0, 36,6, 31,8, 36,1. Jetzt sind gleich 10 Minuten rum in der zweiten Runde. 36,7, 37,2, 33,8, 31,9, 36,3. Ich drücke wieder für die zweite Runde. Auslöser ist gedrückt. Zünde die dritte Kerze an. Dritte Runde nach einer Minute, sprich also, Gesamtaufzeichnung jetzt steht nichts bei im Wege, dass 21 man da mehrmals Minuten, 10 Minuten in der höchsten 37,4. Qualität aufzeichnen kann, ohne dass die Kamera deutlich überhitzt. 37,2. Ansonsten würde die auch vorher abschalten. 26,1. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, bis demnächst. 29,7. Und 36,9. Siebenunddreißig Komma sieben, siebenunddreißig Komma vier, dreißig Komma neun, vierunddreißig, einunddreißig Komma vier. Achtunddreißig Null. 37,9, 33, 35, 3,
32,6. Bei 5,4 Minuten in der dritten Runde 38,0. 37,9. 31,9. 31,4. Bei 25 Minuten 37,8, 38,1, 38,1, 35,0, 33,4, 37,0. Bei der sechsten Minute in der dritten Runde 37,7, 37,6, 33,2, 36,8. 7 Minuten in der dritten Runde 37,8, 37,6, 30,2, 31,5, 37,3. 8. Minute 37,8, 37,8, 32,9, 36,0, 37,6. 9. Minute 38,0, 38,1, 38,2, 33,7, 32,9, 37,4. Die letzten Sekunden laufen, letzten 10 Sekunden. Ich messe nochmal 38,2, 38,3, 32,6 und 31,3. So, die halbe Stunde ist rum und die Kamera selber, wenn ich jetzt den Daumen hier so drauf hange, ist etwas überhand warm. Ich finde, das hat ich gut gemacht und ich glaube, man kann jetzt ohne weiteres, ich mache nochmal einen Test, drück nochmal drauf. Jetzt habe ich nur die falsche Taste erwischt. So, jetzt, ja, und sie legt weiter los. Also, ich glaube, dem Spix steht nichts im Wege, dass man da mehrmals 10 Minuten in der höchsten Qualität aufzeichnen kann, ohne dass die Kamera deutlich überhitzt. Und ansonsten würde die auch vorher abschalten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, bis demnächst.